Hallo, schönen guten Abend. Also ich habe jetzt Feierabend. Ich habe jetzt heute das erste Mal bewusst dieses Lagerfeuer angezündet, weil ich möchte jetzt eine neue Serie starten. Einfach ein bisschen erzählen über so viele Themen, die mich bewegen. Von meinem Wirken als Kräutermann bis zu meinem Wirken als, ja, als QAnon-Krieger, als Patriot und Mensch. Und darüber möchte ich hier reden. An diesem Lagerfeuer wird jeder Platz nehmen dürfen, der das mag. Und ernsthafte Gespräche führen. Ich werde keinerlei Gesichter hier zeigen in dem Video. Ich werde nur das Feuer zeigen. Ja, das ist mal das Wichtigste. Also jeder kann hier frei reden. Auch jemand, der eine komplett andere Meinung hat wie ich. Weil im Endeffekt haben wir alle miteinander ein Problem. Wir leben in einem System, das so kaputt ist, dass es so nicht länger tragbar ist. Punkt. Fertig. Also müssen wir jetzt selbst schauen, wie wir Wege finden, um gehbare Wege zu finden. Jeder Einzelne wird einen eigenen Weg haben. Und das ist ja wichtig so. Und da stehe ich auch drauf. Das haben mir so viele Leute mittlerweile mitgeteilt, dass es wichtig ist, dass jeder seinen Weg geht. Und auch jeder, der jetzt noch nicht versteht, soll halt, ja, ich nenne sie nicht gern Schlafschafe, das habe ich schon längst abgelegt. Ich nenne sie ganz einfach nicht aufgeweckte Menschen. Die müssen halt selbst irgendwann verstehen, dass sie aufstehen müssen. Ja, und da möchte ich meinen Beitrag zu leisten, ja, indem ich hier Gesprächsabende anbiete und das, wenn es sein muss, auch allein, weil ich habe ja eine feste Meinung. Ja, ich möchte heute kein Thema festlegen, weil das taugt auch nichts. Ich möchte einfach nur sagen, ab jetzt geht's los und ich schaue, dass ich jedes Wochenende ein Video mache. Ja, deswegen gebe ich heute auch nichts vor, sondern sitze hier. Mein Kumpel arbeitet noch, immer noch. Wir haben heute den ganzen Tag zu zweit gearbeitet. Er arbeitet immer noch und er mag sich noch nicht dazusetzen. Das muss hier auch keiner tun hier. Die Hunde sitzen hier ganz gepflegt. Der eine ist da vorne, der kleine Dackel, und meine sitzt hier in der Ecke. Ja, dass ihr mal seht, ist unser Haus. Das ist mein Campfireplatz, den kennt ihr ja mittlerweile. Ja, und da werden wir halt irgendwas aufbauen. Jedes Wochenende ein anderes Thema, von Kräuter über Politik, über was weiß ich. Es ist alles offen, ja. Weil wir müssen langsam in die Gespräche kommen. Ja. Und bevor ich das jetzt irgendwie hochlade, ich werde es noch mit dem Handy hochladen. Heute ist mein neuer Rechner gekommen. Den muss ich erst heute Abend noch irgendwie in der Nacht installieren. Ja, also heute lade ich es nochmal mit dem Handy hoch und tue ich unten in die Video-Info tue ich die ersten Links rein. Wo ich denke, das sind ganz wichtige Links. Das sind Links von Miriam Hope. Das sind ein paar Links von mir, von meinem eigenen Telegram-Patrioten-Treffen, weil das ist mir immer noch wichtig, dass wir Patrioten uns einfach beginnen zu treffen. Ja, da kommt mein Kumpel Bernhard. Ja. Ich tue nicht ins Bild, weil es gibt hier keine Bilder von Menschen. Es gibt hier nur Stimmen, Herzen und das ist das, was zählt. Da findet man dann Wege, da findet man Worte. Und Worte und Herzen sind wichtiger wie Gesichter. Ja? Wir müssen nicht Gesicht zeigen. Wir haben Gesicht, wir stehen jeden Tag im Leben. So wie ich mit meines. Oh, sorry Leute, ich habe gerade Qualm ins Gesicht. Boah. So wie ich mit meinem Kräuter allerlei. Ja, und trotzdem bin ich Mensch, trotzdem bin ich und bleibe ich Patriot und trotzdem liebe ich meine Heimat ohne Ende. Ja? Und dafür kämpfe ich, dafür stehe ich ein. Ich höre auf für heute mit diesem Video. Ich möchte noch eins mitgeben. Mich hat ein Kumpel angesprochen heute und hat gesagt, du, wenn ich jetzt auf den nächsten Berggipfel gehe, darf ich da überhaupt noch
Darf ich da überhaupt noch Bergheil sagen? Oder bin ich von vornherein Nazi? Ich hab gesagt, ja, du bist eh Nazi. Wir sind eh Nazis. Wir sind alle Nazis. Wir sind alle Verschwörungstheoretiker. Wir sind alle nicht ganz klar im Kopf. Obwohl wir klarer im Kopf sind wie so viele. Ja gut, damit belassen wir es heute mal, ja? Ich bin auch müde. Ich muss, wie gesagt, noch meinen Laptop jetzt neu einrichten. Das nächste Mal, nächste Woche, gibt es das erste Thema. Mal schauen. Ich denke, es wird Corona sein. Das regt mich so auf, der ganze Scheiß. Wird das erste Thema sein. Okay? Alles klar. Wird's euch. Passt auf euch auf, Patrioten. See you.